Lobgesang gesprochen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Und Jesus sprach zu ihnen: Ihr werdet euch in dieser Nacht alle an mir erinnern, wenn es stehen geschrieben, ich werde den Hirten schlagen. Und die Schafe werden sich zerstreuen. Petrus aber saget zu ihm, und wenn sie sich alle ärgerten, so wollte ich mich doch nicht ärgern. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute in dieser Nacht, ihr werdet dir Hans zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Er redet aber noch weiter: Ja, wenn ich mit dir auch sterben müsste, wollt ich dich nicht verleugnen. Dasselbe Gleiche sagten sie alle. Sprach zu seinen Jüngern: Setzet euch hier, bis ich hingehe und bete.
Zum wird überantwortet,
bald, da er noch redet, kam er zu, Judas, der Zwölfe einer, und eine große Schar mit ihm, mit Schwertern und mit Stangen, von den hohen Priestern und Schriftgelehrten und Ältesten. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, welchen ich küssen werde, der ist's, den greifet und führet ihn gewiss. Und da er kam, trat er bald zu ihm und sprach zu ihm, Rabbi, Rabbi, und küsset ihn. Ihn und griffen ihn
bei Stunden zog sein Schwert aus und schlug des Hohenpriesters Knecht und hieb ihm ein Ohr ab. Und Jesus antwortet und sprach zu ihnen: Ihr seid ausgegangen als zu einem Mörder, mit Schwertern und mit Stangen mich zu fahen. Ich bin täglich im Tempel bei euch gesessen und habe gelehrt, und ihr habt mich nicht gegriffen. Aber auf das die Schrift erfüllt würde. Verließen ihn alle und flohen. Und es war ein Jüngling, der folgete ihm nach, der war mit Leinwand bekleidet auf der bloßen Haut. Und diesen Jüngling griffen sie, er aber ließ die Leinwand fahren und floh nackt von ihnen. Und sie führeten Jesum zu den hohen Priestern und Ältesten und Schriftgelehrten. Petrus aber folgete ihm nach von Ferne bis hinein in des hohen Priesters Palast und saß bei den Knechten und wärmte sich bei dem Licht. Aber die hohen Priester und der ganze Rat suchten Zeugnis wider Jesum und fanden nichts. Viel gaben falsches Zeugnis wider Jesum, aber ihr Zeugnis stimmte nicht überein. Und etliche stunden auf und gaben falsches Zeugnis wider ihn und sprachen: noch nicht überein. Und der hohe Priester stund unter ihnen auf und fragete Jesum und sprach: Antwortest du nichts zu dem, was diese Fehler nicht zeugen? Er aber schwieg still und antwortete nichts. Da fragte der hohe Priester abermal und sprach zu ihm: Bist du Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus sprach: Ich bin's, und ihr werdet sehen, des Menschen zu sitzen zur rechten Hand der Kraft und kommen auf des Himmels Wolken. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach: Was brauchen wir weiter Zeugnis? Ihr habt gehört die Gotteslästerung. Was dünket euch? Sie aber verdammten ihn alle, dass er des Todes schuldig wäre. Da fingen an, etliche ihn zu verspeien und mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen: Da kam des hohen Priesters Mägde ein.
geht und sich wärmen, schauet sie ihn an und sprach. Und du warst auch mit Jesu von Nazareth. Er leugnete aber und sprach. Ich kenne ihn nicht, weiß auch nicht, was du sagst. Und er ging hinaus in den Vorhof und der Hahn kräht. Und die Magd sah ihn und hob aber mal an zu sagen zu denen, die dabei stunden. Diese ist der eine. Und er leugnet aber hart. Und nach einer kleinen Weile sprachen aber mal zu Petru, die dabei stunden. Verfluchen und sprach. Ich kenne des Menschen nicht, von dem ihr redet. Und der Hahn kräht zum andermal. Da gedachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm saget. Wehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er umkam zu weinen.
Und bald am Morgen hielten die hohen Priester einen Rat mit den Ältesten und Schriftgelehrten, dazu der ganze Rat. Und banden Jesu und führten ihn hin und überantworteten ihn Pilato. Und Pilatus fraget ihn: Bist du der König der Juden? Er antwortete und sprach: Ich bin's. Und die hohen Priester beschuldigten ihn hart. Pilatus aber fragte ihn abermals und sprach: Antwortest du nichts? Siehe, wie hart sie dich verklagen. Osterfest einen Gefangenen loszugeben, welchen sie begehrten. Es war aber einer genannt Barabbas, gefangen mit den Aufrührischen, die im Aufruhr einen Mord begangen hatten. Und das Volk ging hinauf und bat, dass er tät, wie er pflege. Pilatus aber antwortet ihnen: Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden losgebe? Denn er wusste, dass ihn die hohen Priester aus Neid überantwortet hatten. Aber die hohen Priester reizeten das Volk, dass er ihnen viel lieber Barabbas losgebe. Pilatus aber antwortet wiederum und sprach: Was wollt ihr denn, dass ich tue dem, den ihr schuldiget? Ihr seid der König der Juden. Sie schrien aber was: Kreuzigen ihn! Kreuzigen ihn! Kreuzigen ihn! Pilatus aber sprach zu ihnen: Was hat er denn Übels getan? Aber
aber sie schrien noch viel mehr. Kreuzige ihn! Kreuzige ihn! Pilatus aber gedachte, dem Volk genug zu tun und gab ihnen Barabbas los und überantwortet ihnen Jesu. Was ihr gegeißelt und gekreuziget würde. Die Kriegsknechte aber führten ihn hinein in das Gerichtshaus und riefen zusammen die ganze Schar und zogen ihm ein Purpur an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf und fingen an ihn zu grüßen. Zogen sie ihm den Purpur aus
und legten ihm seine eigenen Kleider an und führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten. Und zwangen einen, der vorüberging, mit Namen Simon von Cyrene, der vom Felde kam, der ein Vater war Alexandri und Rufi, dass er ihm das Kreuz nachtrüge. Sie brachten ihn an die Stätte Golgatha. Das ist verdolmetschet Schädelstätt. Und sie gaben ihm Myrren und Wein zu trinken. Und er nahm's nicht zu sich. Thank you.
geizige Tatten teileten sie seine Kleider und warfen das Los drum, welcher etwas bekäme. Und es war um die dritte Stunde, da sie ihn kreuzigte. Thank you.
und etliche, die dabei stunden, da sie das hörten, sprachen sie. Auf ein Rohr und tränket ihn und sprach: Halt, lass ziehen, auch Elias komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie laut: Und Der Fürst der Welt vergeht.
von oben an bis unten aus. Der Hauptmann aber, der dabei stund ihm gegenüber und sah, dass er mit solchem Geschrei verschied, sprach er: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Und es waren auch Frauen da, die von fern solches schauten. Unter diesen waren Maria Magdalena und Maria des Jakobus und Joses Mutter und Salome, die ihm auch nachgefolget, da er in Galiläa war und gedienet hatten, und viel andere, die mit ihm hinauf nach Jerusalem gegangen waren. Welcher ist der Vorsabbat? Kam Josef von Arimathia, ein ehrbarer Ratsherr, welcher auch auf das Reich Gottes wartete. Der wagt und ging hinein zu Pilato und bat um den Leichnam Jesu. Pilatus aber verwundert sich, dass er schon tot war, und rief den Hauptmann und fraget ihn, ob er schon gestorben wäre. Und als er's erkundet von dem Hauptmann, gab er Josef den Leichnam. Ein Leinwand und nahm ihn ab und wickelte ihn in die Leinwand und legte ihn in ein Grab, das war in einen Felsen gehauen, und wälzte einen Stein vor des Grabes Tür. Maria des Joses Mutter schaueten zu, wo er hinging.
Oh.